Jo Leute, was geht? Maro hier und damit willkommen zum neuen Video. Freut mich, dass ihr am Start seid, Leute. Seit langem mal wieder ein neues Video und zwar werden wir uns heute anschauen, welche Anime-Games im Jahr 2022 auf uns zukommen werden. Natürlich, wir sind jetzt sozusagen schon im März, wo ich das Ganze aufnehme. Einige Anime-Games sind natürlich schon rausgekommen, die werden wir uns auch kurz anschauen. Aber es sind auch einige neue dazugekommen, werden im Verlauf des Jahres erscheinen. Außerdem, Leute, wollte ich noch auf die Ankündigung von CyberConnect 2 warten. Da wurde ja gesagt vom Präsidenten, dass im Februar was kommen soll. Jetzt haben wir diesbezüglich keine erwartete Ankündigung bekommen, aber in der letzten State of Play wurde ein neues JoJo-Game vorgestellt, beziehungsweise kein neues, sondern ein Remake, Remastered sozusagen von JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle. Und das wurde auch von CyberConnect 2 entwickelt damals, das heißt dementsprechend war das hier das Spiel, was damit gemeint war. Es kann gut sein, dass eventuell noch ein anderer Titel dazu kommen wird, aber wir haben jetzt sozusagen dieses Spiel als neues Projekt von CC2, was Early Fall, also im frühen Herbst 2022 für die PlayStation 5 und PS4 erscheinen wird. Zudem wird das Game 50 spielbare Charaktere haben, wie bestätigt wurde im Trailer. Der alte Teil hatte 41, das heißt 9 weitere Charaktere werden hinzukommen, wahrscheinlich von Part 6. Und diesbezüglich, Leute, soll natürlich gesagt sein, dass sich natürlich im Verlauf der Zeit auch Dinge ändern können. Spiele, die ich jetzt namentlich erwähne, können eventuell nach hinten verschoben werden oder es werden halt noch weitere Spiele dazukommen, die im Verlauf des Jahres angekündigt werden. Aber Freunde, ich freue mich, es sind einige geile Titel am Start. Ich werde wahrscheinlich verschiedene Kategorien machen, werdet ihr auf jeden Fall dann sehen und ich will gar nicht lange rumlabern. Wir legen direkt los mit den ersten Anime-Games des Jahres 2022. Viel Spaß! Starten wir mit dem größten Franchise überhaupt und zwar Pokémon, besser gesagt Pokémon Legenden Arceus. Das Spiel erschien Ende Januar und die Meinungen dazu sind ziemlich kontrovers. Also es gibt einige, die das auf jeden Fall ziemlich erfrischend finden, dass Pokémon natürlich mal was ganz anderes ist und eine andere Richtung einschlägt. Aber es gibt auch einige, die mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen können. Ich persönlich bin noch nicht in den Genuss gekommen, dieses Spiel zu spielen. Ich werde es noch nachholen und werde mir dann natürlich selber eine Meinung bilden. Optisch ist man sich, denke ich, einig, dass da auf jeden Fall noch einiges gemacht werden kann. Da wird natürlich auch oft der Vergleich gezogen zu Breath of the Wild, dass ein älteres Spiel optisch besser aussieht. Aber wir haben natürlich das Jahr eingeleitet mit Pokémon Legenden Arceus. Ich denke, für euch interessanter wird aber die neueste Ankündigung sein, und zwar die Ankündigung zu der 9. Generation Pokémon Karmesin und Purpur. Zu den Namen werde ich mich jetzt an der Stelle noch nicht äußern, aber wir haben schon die Ankündigung für die nächste Generation von den Pokémon-Spielen bekommen. Diese wird auch noch dieses Jahr erscheinen, wahrscheinlich wieder um den November-Dezember-Zeitraum, so wie es auch immer üblich war mit den letzten Pokémon-Titeln. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Optisch muss ich sagen, ist da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, wobei die Texturen der Pokémon als solches, finde ich, schon besser rüberkamen als in Schwert und Schild. Und ich muss sagen, ich feiere die neuen Starter. Also ich bin gespannt auf die Endentwicklungen. Wir müssen auch abwarten, wie die Designs der restlichen Pokémon werden. Aber so viel soll es zu dem Thema Pokémon gewesen sein. Als nächstes kommen wir zum Thema Yu-Gi-Oh! Und ich komme mir schon so ein bisschen vor wie beim alten Tagesprogramm von MyPokito, Leute. Yu-Gi-Oh! Master Duel, auch im Januar erschienen, finde ich auch ein ziemlich guter Start, einen ziemlich guten Start gehabt in der Anime-Gaming-Community. Ich persönlich habe natürlich auch die ein oder anderen Stunden in dem Spiel verbracht. Natürlich auch mehr oder weniger unfreiwillig. Manche Duelle ziehen sich halt wirklich sehr, sehr lange. Dementsprechend würde ich mir diesbezüglich natürlich noch andere Modis wünschen, wo Duelle auch schneller gehen, wo eventuell auch die alten Metas sozusagen unterstützt werden, sodass ein Zug nicht eine 30 Minuten dauert und mein Gegner plötzlich ein Feld hat von Monstern, die komplett immun sind gegen alle anderen Effekte. Aber das ist natürlich halt die aktuelle Meta. Diesbezüglich gibt es natürlich auch Handtraps, Konterkarten. Ich glaube, da sind jetzt inzwischen auch alle im Bilde, dass es Handtraps gibt. Aschenblüte lässt an der Stelle grüßen. Aber overall kann ich sagen, dass es für den Bereich Yu-Gi-Oh! Ein ziemlich geiles Game ist. Es ist plattformübergreifend, es ist kostenlos. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass Yu-Gi-Oh! Auch mal wieder ein neues Game rausgebracht hat, was halt natürlich auch am Puls der Zeit liegt. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, was bis dato noch nicht draußen ist, und zwar Dragon Ball The Breakers, Leute. Wir haben diesbezüglich schon eine Closed Beta, das heißt Gameplay als auch Content dazu ist auch schon online. Und dieses Spiel kommt halt sozusagen auch noch in diesem Jahr raus, wahrscheinlich als erstes von den ganzen Games, würde ich sagen. Gibt zwar keinen konkreten Release, aber dadurch, dass die Closed Beta schon im Ende des letzten Jahres angesetzt war, gehen wir stark davon aus, dass es sozusagen auch schon im Frühjahr bzw. im Sommer spätestens released werden wird. Eine Open Beta diesbezüglich ist auch noch in Planung und ja Leute, ich freue mich auf jeden Fall auf das Game.
muss ich sagen, einer der überraschenden Titel, weil ich anfangs ein bisschen skeptisch war, muss ich sagen, von dem, was man gesehen hat. Aber die Closed Beta, fand ich, hat mir doch zugesagt. Und dementsprechend ist es natürlich eine tolle Erfrischung. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn es einige da draußen gibt, die mit dem Spiel nicht wirklich viel anfangen können. Es ist halt mal was anderes. Es wird auch kein Vollpreistitel, Leute, soll an der Stelle auch mal erwähnt sein. Und es ist halt so ein asymmetrisches Online-Multiplayer- bzw. Survival-Koop-Game. Kann man vom Spielprinzip ganz klar vergleichen, wie zum Beispiel mit Freitag der 13. Nur eben halt auf Dragon Ball abgestimmt. Ist ziemlich witzig, cool gemacht, finde ich. Und so viel zu Dragon Ball The Breakers. Als nächstes kommen wir zu dem neu angekündigten Seven Deadly Sins Game, Seven Deadly Sins Origin. Dieses Spiel wird ein Open-World-Game, was so ein bisschen in die Richtung wie Genshin Impact geht. Gameplay dazu werdet ihr wahrscheinlich oder den Trailer im Hintergrund sehen, dann könnt ihr euch natürlich eine Meinung bilden. Optisch sieht es richtig, richtig clean aus, finde ich, in dem Trailer. Kommt von einem koreanischen Entwicklerstudio. Ein konkretes Release-Datum gibt es dazu auch noch nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass es in diesem Jahr erscheinen wird. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie dem auch sei, Seven Deadly Sins. Ich freue mich, Escanor in Action zu sehen, Leute. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Titel, der auch vor kurzem angekündigt worden ist. Leute, ihr habt es gesehen, am Anfang des Jahres sind einige Infos rausgekommen zu neuen Spielen, was mich natürlich extrem freut. Und dementsprechend natürlich sich auch dieses Video hier lohnt. Und zwar My Hero Academia Ultra Rumble, Freunde. Ein Free-to-Play-Battle-Royale-Game. Dass wir einen Free-to-Play-Battle-Royale-Game im My Hero-Style bekommen. Gameplay dazu ist auch schon am Start. Hat mich auf jeden Fall krass umgehauen. Auf der einen Seite witzig gedacht. Wenn die Umsetzung stimmt und passt, würde ich es auch abfeiern. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, sobald es soweit ist. Ich hätte aber da eher Naruto sozusagen irgendwie in diesem Genre gesehen. Ich meine, die haben es ja auch schon schlussendlich in Fortnite reingeschafft. Aber mal schauen, Leute, was da noch in Zukunft auf uns zukommen wird. Ich glaube, das wird nicht das erste und letzte Battle Royale-Spiel gewesen sein. Dadurch, dass das Spiel natürlich auch vor kurzem erst erschienen ist, gibt es diesbezüglich auch noch nicht so viele Informationen, genauso zu Seven Deadly Sins. Ein weiterer Titel, den ich mit aufgenommen habe, ist Digimon Survive, Leute. Die ein oder anderen, die da am Start sind, wissen Bescheid, was das Spiel betrifft, denn es wurde schon vor einigen Jahren, ich glaube 2018, angeteasert, angekündigt, hatte aber mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen und wurde diesbezüglich auf 2022 verschoben. Ich finde da auf der einen Seite natürlich gut, dass man das macht, weil lieber nimmt man sich natürlich nochmal die Zeit, um das Spiel weiterzuentwickeln und dann am Ende ein geiles Spiel rauszubringen, anstatt ein unfertiges Spiel rauszuhauen, wie man es leider auch in der Vergangenheit des Öfteren gesehen hatte. Ich persönlich bin gar nicht drin in den Digimon-Spielen, ich kenne nur die alten Games, beziehungsweise auch die alte erste Anime-Staffel, die ich krass abgefeiert habe. Ich glaube, das Opening ist einfach einer der geilsten Openings, die es jemals gegeben hat. Aber Leute, ich lasse euch natürlich einen Link in der Videobeschreibung bar für zusätzliche Informationen. Was, denke ich, wichtig zu erwähnen ist, ist, dass das Spiel im 2DS-RPG-Stil präsentiert wird und zur Feier des 20-jährigen Jubiläums des Digimon-Animes präsentiert wird. An der Stelle sollten jetzt eigentlich die Mobile Games kommen, aber ich werde die Mobile Games in ein separates Video packen, wenn da natürlich Interesse da ist, weil das einfach so viele sind. Ich habe jetzt nochmal eine extra Kategorie namens sonstige Games, bei denen ich auch noch Spiele vorstellen werde, die unter das Anime-Game-Genre kommen, aber ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Darunter hätten wir folgende Titel, Leute: Fate Extra Record, Dragon Quest Infinity Strash und Overlord Escape from Narsik. Zusätzlich Grand Blue Fantasy Relink, Monarch und Made in Abyss Binary Star Falling into the Darkness. So Leute, das soll es dann auch schon gewesen sein. Einige Titel, die auf uns zukommen werden. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt. Ich denke, ihr da draußen auch. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welcher Titel bzw. welche Titel, auf welche ihr am meisten gehypt seid, auf welche ihr richtig Bock habt. Und ja, lasst mich einfach wissen. Ich hoffe natürlich, dass jeder Titel das Bestmögliche rausholen wird. Aber wir wissen natürlich auch, in den vergangenen Jahren haben wir es auch wieder gesehen, dass halt natürlich auch viel Potenzial leider Gottes sozusagen verschwendet wird. Ich hoffe einfach, Entwickler und Publisher machen das Beste draus. Freue mich auf die ganzen Anime-Games. Die ein oder anderen wird es natürlich auf dem Kanal geben. Ich werde dann natürlich nicht alles immer abdecken, sondern einfach auch die Titel, die mir persönlich am meisten zusagen. Da sind natürlich auch immer so die One Piece, Dragon Ball, Naruto Sachen, sage ich jetzt mal so OG, was auch in den letzten Jahren kam. Aber es sind auch viele andere Dinge, auf die ich mich freue. Seven Deadly Sins, My Hero Academia, Dragon Ball Breakers, auch für die Streams etc. Also ich glaube, für jeden Geschmack wird da was dabei sein, Leute. Lasst mich, wie gesagt, wissen, was ihr dazu sagt. In dem Sinne hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.